Ja, liebe Bad Kreuznacher, liebe Bad Kreuznacherinnen, ich möchte erst mal sagen, dass ich erleichtert bin. Ich bin erleichtert, dass so viele Menschen gekommen sind, trotz der Uhrzeit, wo es auch sicherlich nicht jedem möglich ist, und Farbe bekennen und sich einfach auch dagegen stellen. Und das ist wichtig, denn wir haben hier was zu verlieren. Bad Kreuznach ist die Stadt der Vielfalt. Das wissen wir und das ist schon lange Jahre so. Menschen unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlicher Religion, Hautfarbe, Biografie, leben schon seit Jahrzehnten hier in Bad Kreuznach gut und respektvoll miteinander. Wir haben in Bad Kreuznach damit eine offene, weltoffene Gesellschaft erzeugt. Aber heute wissen wir... Heute wissen wir, wir müssen was tun, damit es in Zukunft auch so bleibt. Wir müssen Diskriminierung, Ausgrenzung in unserer Stadt aktiv entgegentreten. Wir wollen einen respektvollen Umgang mit Vielfalt erhalten. Wir wollen Solidarität und Anerkennung. Wir wollen alle Menschen, die in unserer Stadt leben, auch befähigen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Wir lassen nicht zu, dass Deutsche aufgewertet werden und Ausländer abgewertet werden. Wir müssen die Augen offen halten und wir müssen sehen, denn die Zeichen sind eindeutig und wir sollten uns nicht täuschen lassen. Rechtspopulistische Sprüche, ohne dass es auf konkrete Probleme Antworten gibt. Wir müssen erkennen, dass die Spaltung unserer Gesellschaft droht. Die da unten gegen die da oben oder auch wir sind das Volk mit dem Tenor, ihr seid's eben nicht. Nur wer das Kind deutscher Eltern ist, zählt. Alle anderen sollen besser bleiben, wo sie sind oder eben dahin gehen, wo sie herkommen. Solche Sprüche brauchen wir in Bad Kreuznach nicht. Wir wollen keine Ausgrenzung, wir wollen keine Abgrenzung und keine Insolvenz. Wir wollen, dass alle Menschen gleichberechtigt sind, aber gerade deshalb müssen wir einige doch differenziert behandeln. Denn einige benötigen mehr Fürsorge, mehr Unterstützung und mehr Hilfe als andere. Und dass in der heutigen Zeit viele Menschen vor sehr großen Herausforderungen stehen, Angst haben, dass die Welt aus den Fugen geraten zu sein scheint, dass man sich die Übersichtlichkeit der Gemeinschaft früherer Zeiten, früherer Traditionen zurückersehnt, das ist verständlich. Wir nehmen die Sorgen dieser Menschen sehr, sehr ernst und wir versuchen auf der einen Seite durch integrationsfördernde Maßnahmen und auf der anderen Seite auch durch eine konsequente Ahndung von Verstößen gegen unsere Gesetze das Zusammenleben in der Stadt zu gestalten. Und die Herausforderung ist groß und alle demokratischen Parteien und alle Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen zu helfen. Denn wir benötigen unser gutes Netzwerk in der Stadt, aber auch die Hilfe der zahlreichen Bürgerinnen und Bürger, die sich um die Hilfsbedürftigen kümmern. Wir wollen jeden Mitmenschen als solchen gelten lassen und auch ernst nehmen. Das steht im Gegensatz zu einer Haltung, bei der der Einzelne nichts wert ist, auf ein Mitglied einer Gruppe reduziert wird. Die Flüchtlinge, die Ausländer, die Nordafrikaner, die Juden. Sie alle einigen sich hervorragend als Sündenböcke, denen man pauschal alles und jedes unterstellen kann und anlasten kann. Und das in dem Wissen, dass das noch nie eine Lösung war, sondern zu furchtbaren Gräueltaten geführt hat. Vielfalt ist keine unerwünschte Komplikation des Zusammenlebens. Vielfalt ist ein zusätzlicher Nutzen für unsere Stadtgesellschaft. Und wir müssen bereit sein, diese Unterschiede auch fruchtbar zu machen. Wir wollen keine Verachtung gegenüber Andersdenkenden. Wir wollen auch nicht, dass Meinung und Informationsfreiheit als lästige Bevormundung gewertet wird. Wir wollen eine offene Gesellschaft, die auf der Grundlage unseres Grundgesetzes, unserer Rechtsordnung, einzelne Bevölkerungsgruppen nicht als anzupassende Minderheit ansieht, sondern als Teilhabende betrachtet und ihnen eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten in der Gesellschaft, in der Stadt bietet. Wenn wir allen Menschen die Möglichkeit einräumen, an unserem gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, dann fördern wir damit am ehesten den sozialen Zusammenhalt und die Gemeinschaft. Die gegenwärtige Situation ist kompliziert und sie ist schwierig und es gibt keine einfachen Antworten. Wir sehen uns als Kommune, als Verwaltung vor einer großen Herausforderung. Integration zu meistern kostet Anstrengung, ja, das wissen wir.
Aber für mich und auch für die Mitarbeiter der Verwaltung, für die Kollegen aus dem Stadtvorstand Heinrich, gilt der einzelne Mensch, der einzelne gepeinigte Mensch steht an erster Stelle. Deswegen zählt Solidarität und Mitgefühl von Mensch zu Mensch. Auch und gerade, weil es das nicht zum Nulltarif gibt. Denn wo bleibt denn der Mensch, wenn er in dem anderen nicht mehr den Mitmenschen mit gleichen Rechten und gleicher Würde sieht, sondern ihr oder ihm das Recht auf das Leben in Freiheit oder Sicherheit verwehrt? Sehr geehrte Damen und Herren, in diesem Jahr am 26.11. jährt sich das Treffen von De Gaulle und Adenauer hier in Bad Kreuznach zum 60. Mal. Und die Vision der beiden großen Staatsmänner von einem geeinigten Europa, dieser Vision werden wir heute nicht gerecht. Wir haben ein Europa des Nationalismus, der Abgrenzung, der Grenzen nach außen. Wir stehen vor großen Herausforderungen und ohne Annäherung, ohne Bereitschaft zum Dialog und Verständigung kann es kein Miteinander geben, weder in Europa noch in Bad Kreuznach. Hier in Bad Kreuznach gilt es, der Spaltung der Gesellschaft Einhalt zu bieten. Denn wir haben mit unserer Demokratie ein hohes Gut zu schützen. Es geht hier um Wissen, es geht um Wachsamkeit, um Mitempfinden, um Engagement, um Urteilskraft und um Zivilcourage.